Das ist transparent. Wir fahren heute zu dem Tempelhofer Feld. Das ist der ehemalige Flughafen Berlin-Tempelhof. Den gibt es nicht mehr. Aus dem Feld ist eine wild verwegene Landschaft geworden. Die Menschen, die drumherum wohnen, die haben das zu einer Art Volkspark gemacht. Und ich finde es sehr spannend, was dort passiert. Und dachte, für uns, die wir ja gegen den Flughafenausbau in Frankfurt kämpfen, ist es doch sehr interessant, mal in Erfahrung zu bringen, wie denn ein Flughafen, wenn er renaturiert wird oder sich selbst renaturiert, wie das denn so aussieht und ob die Menschen damit was anfangen können. Und dann dachte ich mir, wenn wir da hinfahren, schauen wir das an. Und dann können wir diesen Spirit einfangen und können ihn mit nach unserem Flughafen nach Frankfurt bringen. Also ich erwarte, dass wir bei den Berliner Freunden uns außer dem Austausch auch sie dagegen einladen. Diese Vernetzung, die halte ich für sehr wichtig. Wir gehen nicht davon aus, dass bei uns der Flughafen abgebaut wird. Wir gehen aber davon aus, dass es durchaus eine Zeit geben könnte, in dem der Flughafen nicht mehr größer wächst, sondern dass er kleiner wird, dass vielleicht Teile davon zu Brachland werden. Und da wollen wir doch gewappnet sein und eine Idee haben. Und eine Idee, die sich dann zu einer Utopie entwickelt, die ist ganz einfach notwendig für Menschen, die um irgendein Projekt kämpfen, sich von woanders her utopische Gedanken zu holen, die einem in der Realität alles kreativ bewältigen lässt. Der Flugbetrieb ist eingestellt worden im Jahr 2008 und 2009 ist das Flugfeld dann für die Berliner Bevölkerung eröffnet worden als großer Volkspark. Niemand in Berlin konnte sich recht vorstellen, dass die Berliner mit diesem Feld, das ja eigentlich gar nichts bietet, es ist leer, wie eben viele meinten, dass man mit diesem Feld so vieles anstellen kann. Und es war eben sehr überraschend, dass dann die Ersten begannen, den Wind auszunutzen, indem sie hier mit Surfbrettern aufkreuzten. Dann kamen die Nächsten, die Skater, die mit einem Drachen sich ziehen ließen. Und so hat sich das Ganze sehr lebendig entwickelt. Naja, das ist eine ganz wilde Zusammensetzung. Ja, zum Beispiel eine Fahrradreparatur, Lernwerkstatt oder so eine mobile Fahrradwerkstatt, wo eben junge Menschen lernen, Fahrradreparaturen und so eine Art Praktikum machen. Also wir haben da sehr viel Urban Gardening am Rand des Flugfelds. Familien, wo die Kinder das Fahrradfahren lernen, eben aber auch die draußen gerne grillen oder einfach Leute, die gerne in der Wiese liegen, sich bräunen oder sonst was machen. Und unsere Initiative ist für den Erhalt dieses Flugfelds in der jetzigen Form, also als großes Erholungsgebiet, als Naherholungsgebiet für die Berliner und Berlinerinnen, aber eben auch als ein Gebiet für Umwelt- und Naturschutz und als ein ganz wichtiges Gebiet für die Klimaverbesserung in Berlin, weil eben in tropischen und sehr heißen Sommernächten auf dem Feld eine sehr kühle Luft entsteht, die dann in diesen Nächten in die angrenzenden Bezirke einfließen kann. Und das wird sicherlich umso wichtiger sein, weil wir ja vom Klimawandel betroffen sind und künftige Generationen werden uns danken, wenn wir diese natürliche Klimaanlage erhalten. Hier von Berlin Tourismus. Also dieses Feld ist ganz toll, ja. Weil... Also wir empfehlen Ihnen dringend, dass wenn Sie Berlin besuchen, zuallererst hierher kommen auf das große freie Feld und Sie sehen, der Himmel wölbt sich über uns. Sie glauben, Sie sind irgendwo in der freien Natur in Kanada und nicht in einer Stadt. Hier können Sie Sport treiben, hier erleben Sie Erholung. Hier entspannt sich alles
Und wenn Sie das erlebt haben, dann können Sie anschließend in die Innenstadt gehen und alle anderen touristischen Punkte besichtigen. Danke, Wilma. Margret. Da kann ich geradezu ergänzen. Und dieses gesamte Feld steht den Berlinern praktisch für 50 Cent zur Verfügung. Hier ist die totale Erholung. Die totale Eklipse der Familienfreude auf dem riesigen großen Flugfeld. Verkehrsberuhigt, wie wir es uns in Frankfurt für die Nordwestlandebahn auch mal wünschen. Also nicht auch mal, sondern jetzt schon wünschen, dass es auch mal so ist. Ja, wir sehen ja auch die räumliche Weite, die für eine Großstadt wie Berlin, denke ich mal, unüblich ist und die unbedingt erhalten werden muss. Hier ist eine Wiese für die Sinne entstanden und man ist beeindruckt von dieser Weite von 300 Hektar, die ja in einer Großstadt überhaupt nicht üblich sind und die also wirklich für die Bevölkerung in Zukunft zur Verfügung stehen muss. Wir sind hier in dem Allmendegarten. Da vorne ist noch ein Garten von der Schillerkiez-Initiative. Im Hintergrund ist der Schillerkiez. Das ist ein Wohngebiet das ist ein Wohngebiet mit niedrigen Mieten, bedingt dadurch, dass ja nun in Jahrzehnten die Flugzeuge sehr dicht über diese Häuser flogen und niemand da wohnen wollte. Oh, die Straße. Und jetzt, wo der Flugbetrieb aufhört, ist das natürlich ein sehr begehrter Wohnstandort. Naja, und die Stammbevölkerung, die hat zu Recht Angst, dass sie vertrieben wird aus diesen gewachsenen Nachbarschaften und dann eben in Gebiete, wo wir nicht wohnen wollen, eben am Stadtrand, womöglich in den Plattenbausiedlungen. Naja, so ein großes, freies, innerstädtisches Gebiet lockt natürlich viele Begehrlichkeiten. Und so ist es nicht verwunderlich, dass die Senatsverwaltung oder die Landesregierung dort vorhat, umfangreiche Wohnprojekte zu entwickeln. Also insgesamt 4.700 Wohnungen sollen dort untergebracht werden, aber auch Gewerbeflächen für innovative Forschungsbetriebe etc. Wir halten dagegen und sagen, dass es genügend freie oder genügend Wohnbaureserveflächen in Berlin gibt, wo man Wohnungsneubau realisieren könnte. Im Übrigen bin ich zusammen mit anderen Planern und Experten der Auffassung, dass für dieses ganze Gebiet ein Bebauungsplan aufgestellt werden muss, weil so eine Parkplanung, so ein Park, kein privilegiertes Vorhaben im Außenbereich ist, weil das ist planungsrechtlich Außenbereich. Entschuldigung, es gibt keinen Bebauungsplan? Nein, es gibt keinen Bebauungsplan für dies. Es wird Bebauungspläne geben für diese Gebiete, aber für diesen Park hier gibt es keinen Bebauungsplan. Ja. Sinnigerweise hat der Senator im letzten Sommer verkündet, die Parkplanung ist hinfällig, wir bauen keinen Park. Also wir haben, das hat keinen konzeptionellen Zusammenhang. Vermutlich mit dem Hintergrund, dass wenn es kein Park ist, man auch keinen Bebauungsplan braucht. Mhm. Ja? Und als ich ihn jetzt also vor kurzem ansprach und sagte, der Park ist doch wieder da, meinte er, wieso, da ist doch kein Park. Ja, weil mit dem Park müsste man einen Bebauungsplan aufstellen. Aber ich bin jetzt gespannt, wie diese Diskussion weitergeht. Also ich bin der Auffassung, das Verfahren ist völlig, ist nicht haltbar. Und die Idee ist ja auch sicherlich, die Bevölkerung nicht in diese Planung mit einzubeziehen. Wir haben ein Volksbegehren, wir streben einen Volksentscheid an und wir befinden uns zurzeit knapp vor dem Beginn der zweiten Phase des Volksbegehrens, nämlich das Einsammeln von rund 200.000 Unterschriften. Wir sind sehr optimistisch und wir denken, dass wir in kürzester Zeit diese Unterschriften zusammen haben und hoffen, dass dann im nächsten Jahr wir mit dem Volksentscheid antreten können. Also das Wow-Erlebnis war eigentlich diese entspannte Atmosphäre, die hier läuft und vor allen Dingen dann auch, wie harmonisch auch die, ich sag mal, größte Betriebsamkeit hier am Ende jetzt mit den Paragleitern läuft. Da gibt es, keinen Stress. Hier ist, kein Vandalismus zu sehen und so. Hey, wir wollen das auch in Frankfurt. Also es hat hier viele Eindrücke für mich gegeben, die ich auch aus anderen Parks kenne. Die Weite,
die kenne ich nicht von anderen Parks. Das ist hier etwas Einmaliges. Und ganz am Anfang hat mich etwas sehr berührt. Und das ist eigentlich nicht mehr getoppt worden. Und das sind diese Gärten, die da gewerkelt und zurechtgezimmert worden sind. Das hat sowas von Klein Woodstock, von Freiheit. Das ist etwas gewachsen, wo keiner was geplant hat. Wo Menschen einfach was gemacht haben. Und das ist etwas, was hier auf dieses Feld gehört, was ich noch nie woanders gesehen habe. Und ich hoffe, dass das auch hier bleiben kann. Ich bin überaus beeindruckt, dass diese große Fläche überhaupt noch so existiert, dass sie noch nicht in Beschlag genommen ist von Investoren. Aber wir haben auch gehört, dass diese Gefahr besteht, durchaus besteht, dass es Planungen gibt, die diesen größten Teil dieses Feldes vernichten sollen oder ja, umwidmen sollen. Und wir sind natürlich erschrocken über diese Planung, weil wir die Flora und Fauna dieses Gebietes kennenlernen durften mit den vielen Lärchenbrutplätzen, mit den Alternativnutzungen von Fahrradreparaturladen bis über Gärten, Gemüsegärten und Blumengärten, bis über die ganzen Fliegerdrachen, die da steigen. Und wir fänden es total schade, wenn halt da diese Umnutzung kommt. Ja, liebe Freunde, heute sind wir hier auf dem Tempelhofer Feld. Wir, das ist die Mahnwache von den Ausbaugegnern gegen den Frankfurter Flughafen. Wir sind hierher gekommen und wollten uns das Tempelhofer Feld anschauen. Für uns ist es ein erhebender Anblick, einen stillgelegten Flughafen zu sehen. Ich bin sehr gespannt, wenn ich nach Hause komme und genau nachschaue, wie groß eigentlich unser Flughafen ist. Der ist wesentlich größer wie das Teil hier. Und die Vorstellung, dass nur ein Stück renaturiert werden würde und man so ein erhebendes und grandioses Gefühl hat, bei uns zu Hause im Rhein-Main-Gebiet, wie ihr das jetzt hier in Tempelhof haben könnt. Diese Vorstellung ist wunderbar. Wir werden den Spirit von hier nach Hause tragen und vielleicht noch mal mit einer größeren Delegation kommen. Ja, dann sehen wir uns noch den BER an. Das ist dieser von uns genannte Schrottflughafen, auf dem der Herr Ammann, den wir ja schon aus Frankfurt kennen, jetzt dort versuchen soll, das Ding in Gang zu bringen. Das heißt im Moment, dort sollen 10 Flugzeuge am Tag als eine sogenannte Teileröffnung abgefertigt werden. Das ist lächerlich. Und ich habe in den Prospekt geguckt, man kann auch mit seinen Kindern auf diesem Flughafen Kindergeburtstag in den Räumen feiern, die eigentlich Terminal sein sollen. Also manchmal gibt es Dinge, das glaubt man ja nicht. Erfinden könnte man sowas nicht. Ja, das ist auch grandios hier. In einer anderen Hinsicht wie das Tempelhofer Feld. Das ist einfach grandios, einen fast ausgebauten Flughafen zu sehen, Rollbahnen und die Gebäude und eine himmlische Ruhe und Stille zu erleben. Denn hier fliegt kein Flieger. Wir haben jetzt so eine ganz kleine Maschine gesehen, die relativ leise hoch ist. Es dauert wahrscheinlich eine Viertelstunde oder noch länger, bis mal der nächste kommt. So habe ich einen Flughafen gern. Es ist für einen Großstadtflughafen schon erstaunlich, auch nach diesen doch zahlreichen Verzögerungen bei der Eröffnung, dass also bisher immer noch nicht abzusehen ist, wie sich das einmal ändert und vor allen Dingen, wie dieser Flughafen, wenn er mal in Betrieb ist, denn die gewünschten wirtschaftlichen Impulse für Berlin setzen soll. Denn hier im Hintergrund sieht man ja auch schon Gebäude, die von Industrieunternehmen angemietet bzw. Flächen, die von Industrieunternehmen gekauft wurden für die Erstellung von Industriegebäuden. Da tut sich also momentan überhaupt nichts. Auf der anderen Seite gibt es aber auch durch diese Verzögerungen schon ganz massive Regressforderungen, die zusätzlich auf das Land Berlin-Brandenburg noch dazukommen. Also ich bin mal gespannt, wie das hier sich weiterentwickelt. Fazit vom Flugbetrieb, beispielhaft Vorbild für Stefan Schulte in Frankfurt. Ja, sehr spannende Sache. Da fragt man sich halt, wie das weitergeht hier. Ist doch ein eben besonderer Bau und es ist viel Geld ausgegeben, Milliarden.
Und wir sehen eigentlich nur hier ein startendes und landendes Flugzeug und der macht Demonstrationsflüge, der dreht da hinten seine Kreise und landet jetzt wieder. Also es ist praktisch null Flugbewegungen und man ist mal gespannt, wie lange der Steuerzahler das überhaupt mitmacht. Die Politik müsste halt Druck gemacht kriegen, dass da endlich mal was passiert, dass das in die richtige Richtung geht. Hallo Frankfurt, wir sind hier in Berlin und sehen einen ruhigen Flughafen. So wollen wir, dass es bei uns in Frankfurt auch wird. Genau,